Willkommen zum Champion Spotlight von League of Legends mit Braum, dem Herz Freljords. Wirf nicht gleich das Schild ins Korn. Wirf Korn in Ziegenmund. Braum ist ein Held Freljords, ein Champion-Kraftpaket, das für seine selbstlosen und legendären Taten berühmt ist. Einst war er ein einfacher Ziegenhirte, doch dann fand Braum eine unzerstörbare Tür, welche er seither als Schild benutzt, um auf seiner Reise durch Runeterra Mensch und Tier gleichermaßen zu schützen. Braum ist ein Tank-Supporter mit der Fähigkeit, seine Verbündeten vor einem Trommelfeuer an Angriffen zu schützen, bevor er seine eigenen immensen Fähigkeiten raushämmert. Mama sagt, große Dinge kommen in kleinen Paketen. Normale Angriffe gegen Widersacher bauen seine passive Fähigkeit erschütternde Hiebe auf. Falls Braum seinem Ziel vier Schläge an den Kopf verpasst, verursacht er besonders hohen magischen Schaden und betäubt seinen Gegner. Anschließend ist das Ziel für kurze Zeit immun gegen erschütternde Hiebe. Dabei müsst ihr zwei Dinge beachten. Erstens können Braums Verbündete dabei helfen, die Betäubung auszulösen, indem sie normale Angriffe und Trefferfähigkeiten anwenden. Zweitens kann Braum erschütternde Hiebe gegen mehrere Gegner gleichzeitig einsetzen. Braums Q ist Winterbiss. Braum schlägt auf seinen Schild und sendet einen eisigen Skillshot aus, der Schaden zufügt und den ersten getroffenen Gegner stark verlangsamt. Winterbiss wendet auch erschütternde Hiebe an, womit Braum Gegner auf Entfernung betäuben kann. Winterbiss ist außerordentlich wichtig für die Lane-Dominanz. Nagelt eure Widersacher aus der Distanz damit fest und verschafft eurem Schützen so Gelegenheit, seinen Schaden auf ihn abzuladen. Braums W ist Stell dich hinter mich. Als Zielfähigkeit, die Braum nur auf sich selbst und seine Freunde anwenden kann, lässt Stell dich hinter mich Braum zu einem verbündeten Champion oder Vasallen springen, wodurch er und der Verbündete zusätzliche Rüstung und Magieresistenz erhalten. Denkt daran, dass Braum automatisch zwischen seinem Ziel und dem nächststehenden gegnerischen Champion stehen wird, wodurch er mit seinem muskulösen Körper problemlos Skillshots blocken kann. Ernsthaft, schaut euch mal die Brustmuskulatur an. Verwendet Stell dich hinter mich immer, wenn ihr von euren Verbündeten getrennt wurdet. Da ihr damit weite Strecken zurücklegen könnt, kommt ihr so in eine vorteilhafte Position und könnt ihre Verteidigung stärken. Unverwüstlich, Braums E ist seine unverwechselbare defensive Fähigkeit. Sobald sie aktiviert wird, hebt Braum für einige Sekunden sein Schild in eine Zielrichtung und blockt so allen Schaden vom ersten Angriff oder der ersten Fähigkeit ab. Jeder nachfolgende Schaden aus dieser Richtung wird während der Schild aktiv ist prozentual verringert. Das Bemerkenswerte an Unverwüstlich ist, dass Braums Schild alle einschlagenden Projektile, selbst solche, die Verbündete hinter ihm als Ziel hatten, unterbricht oder aufhält. Dadurch kann Braum Schaden und Massenkontrolleffekte für sein Team abfangen. Dabei muss eines beachtet werden. Auch wenn Unverwüstlich Fähigkeiten ohne Projektil nicht unterbricht, verringert es doch den Schaden, den er erleidet, sofern sein Schild in Richtung der Schadensquelle zeigt. Falls Unverwüstlich beispielsweise auf das Zentrum von Zyras ultimativer Fähigkeit gerichtet ist, wird Braum verringerten Schaden erleiden, seine Verbündeten aber nicht vor dem Schaden schützen können. Braum kann andere Fähigkeiten ausführen und sich etwas schneller bewegen, solange der Schild oben ist. Der Schild bleibt in die ursprüngliche Zielrichtung gerichtet, egal wie er sich bewegt. Letztlich, so toll Unverwüstlich auch ist, ist es nicht toll genug, um auch Angriffe von Türmen oder absoluten Schaden zu blocken. Unverwüstlich kann große Flächeneffektfähigkeiten für eure Teamkameraden negieren. Spart es euch für Gelegenheiten auf, wenn ultimative Fähigkeiten einschlagen, um ein Trommelfeuer von Angriffen abzuwehren. Braums ultimative Fähigkeit ist Gletscherspalte. Braum rammt sein Schild in den Boden, wodurch er eine große Schockwelle aussendet, die hochschlägt, Schaden verursacht und Gegner in einer Reihe verlangsamt. Gegnerische Einheiten, die direkt bei Braum stehen, werden um einiges höher geschlagen als Gegner, die weiter entfernt sind. Sollten sich in Braums direkter Umgebung keine gegnerischen Champions befinden, wird stattdessen der nächste im Einflussbereich der Schockwelle höher geschlagen. Gletscherspalte hinterlässt zudem eine große Eisfläche, die Gegner verlangsamt. Gletscherspalte ist fantastisch, um Teamkämpfe zu stoppen. Die Fähigkeit erschafft einen Verlangsamungsbereich, der eure Kontrahenten hemmt, besonders in den engen Korridoren des Dschungels. Braum nimmt sein Schicksal selbst in die Hand. Eine seiner Hauptfähigkeiten, Stell dich hinter mich, ist extrem vielseitig und bietet verschiedene offensive und defensive Einsatzmöglichkeiten, wenn sie mit der übrigen Palette kombiniert wird. Schauen wir uns ein paar wichtige Spielzüge an, damit ihr zum Meister der Schnurrbärte werdet. Zunächst einmal blockt ihr für einen Verbündeten.
Legt fest, aus welcher Richtung der meiste Schaden oder die meiste Massenkontrolle kommt, springt hin, um zwischen der Gefahr und eurem Verbündeten zu stehen und setzt dann unverwüstlich ein, um den Angriff zu unterbrechen. So solltet ihr vorgehen, wenn eure Freunde in der Klemme stecken und es bedarf guter zeitlicher Planung. Wenn ihr Verbündeten bei einer Jagd oder einem aggressiven Spielzug beisteht, nutzt ihr Stell dich hinter mich stattdessen, um Distanzen zu überwinden. Indem ihr den Verbündeten auswählt, der eurem Gegner am nächsten steht, bringt ihr euch nahe genug heran, um diesen mit Winterbiss zu verlangsamen. Da die Fähigkeit euch automatisch dort absetzt, wo ihr am nächsten zu eurem Gegner steht, wird es für euch leichter, den Skillshot einzusetzen. Ihr könnt auch zu verbündeten Vasallen springen, wodurch ihr ein paar trickreiche Spielzüge in der Lane verwirklichen könnt. Zu guter Letzt kann Braum zur Hilfe eilen, falls eure Freunde in einer fiesen Situation umzingelt von gegnerischen Champions verstecken. Nutzt Stell dich hinter mich, um mitten ins Geschehen zu springen, schlagt sie dann hoch und verlangsamt mit eurer ultimativen Fähigkeit alle um euren Verbündeten herum. So kommt euer Team aus brenzligen Situationen heraus oder eure Verbündeten können eingreifen und helfen, falls nötig. In der Lane wird ein erfolgreicher Braum immer nach Möglichkeiten Ausschau halten, seine passive Fähigkeit für eine Betäubung aufzubauen. Indem er Janna mit Winterbiss anhaut, wird es für Quinn zum Kinderspiel nachzulegen und sie mit zusätzlichen Schaden und Betäubung rauszunehmen. Danach kumuliert er erschütternde Hiebe mit einem weiteren Coup und normalen Angriffen auf Vayne, bevor sie Quinn den Todesstoß verpassen kann. Braum ist durch sein W und E besonders gut darin, Verbündeten das Überleben bei Angriffen aus dem Hinterhalt zu sichern. Sobald Quinn in Bedrängnis gerät, nutzt er sofort Stell dich hinter mich, um ihre Defensive zu stärken und den Fokusschaden von Pantheon und Vayne zu überleben. Braun achtet immer darauf, hinter Quinn zu bleiben, während er unverwüstlich nutzt, damit er alle Angriffe, die gegen sie gerichtet sind, tanken kann. So treffen sie während des Rückzugs stattdessen ihn. Braums unverwüstlich negiert den Schaden des ersten Angriffs oder der ersten Fähigkeit, die ihn trifft, vollständig. Bei gutem Timing könnt ihr die schädlichsten Angriffe eures Widersachers effektiv unterbrechen. Hier blockt Braum die goldene Karte und die Schadensverringerung verleiht ihm gerade genug Defensive, um zu überleben. Braum ist perfekt, um nah bei seinen Verbündeten zu bleiben. Sobald Twitch auftaucht, positioniert sich Braum vor seinen Schützen und kann nicht nur Twitch Schaden unterbrechen, sondern auch noch beide Gegner mit Gletscherspalte treffen. Anstatt den Kills nachzujagen, bleibt Braum bei Ezreal und verpasst all seinen Zielen erschütternde Hiebe. Braums Ziel ist es nicht, sich auf den Gegner zu stürzen, sondern eher dafür zu sorgen, dass seine butterweichen Freunde unversehrt bleiben. Die geringe Abklingzeit von Stell dich hinter mich gewährt Braum mehrere Gelegenheiten, sich neu zu positionieren und seinen Verbündeten in langen Teamkämpfen zu helfen. In diesem Beispiel wird Braum schnell herausgegriffen, nachdem er sich daran machte, Garen zu verteidigen. Er nutzt Stell dich hinter mich, um zu Miss Fortune zu springen, und auch wenn er letztlich stirbt, hat er MF zur Dreifachtötung verholfen. Ein gut gespielter Braum wirft sich mutig dem Schaden in den Weg, um seine Freunde zu schützen. Wenn ihr es gut abpasst, hat unverwüstlich das Potenzial, Verbündete vor Unmengen von Schaden abzuschirmen. Hier verwandelt sich eine tödliche Flächeneffekt-Kombo durch gutes Positionsspiel in eine kleine Unannehmlichkeit, womit er den Kampf fast im Alleingang herumreißt. Braums großes Herz bedarf viel Schutz. Konzentriert euch auf Leben, Rüstung und Magieresistenz. Zähigkeit ist auch sehr hilfreich, da unverwüstlich bedeutet, dass Braum Flächenkontrolle, die für seine Verbündeten bestimmt ist, tankt. Mit etwas Abklingzeitverringerung wird Braum zum Wächter, der seine Freunde vor allen Feinden und oder Bärenangriffen schützt. In this crowd. He's hiding in a taco truck, seriously? Oh, crap, I just blasted.